Wen ist die Cap? Unser. Diesen Schlachtruf, liebe Flörsheimer und Flörsheimerinnen, werden Sie in den kommenden Tagen des Öfteren in unseren Straßen vernehmen. Denn ja, es ist wieder soweit. Flörsheim feiert seine Cap und Jung und Alt machen sich auf zum Mainufer und in die Altstadt. Auch mein Outfit, in dem ich Sie heute Morgen zum Wochenvideo begrüße, lässt daran keinen Zweifel. Denn wie so manch anderer ehemaliger Kerlbosch auch, habe ich mich für den Anlass passend in Schale geworfen. Immerhin, 43 Jahre alt, werden die Schleife und die Cap in diesem Jahr. Doch auch wenn am Sonntag nach dem Gallustag bei uns von jeher gilt, Gallus legt die Cap, ist es mittlerweile alles andere als selbstverständlich, dass die Cap unser ist. Manchmal scheinen sie ja schon fast vergessen, obwohl sie alles andere als lange her sind, die Corona-Jahre, in denen das Virus uns das fröhliche Feiern verwehrt oder zumindest stark eingeschränkt hat. Doch es gibt auch ganz andere Gründe, warum es keinesfalls ein Selbstläufer ist, ein solch buntes Volksfest Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen. Daher möchte ich mich an vorderster Stelle ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die die Flashmer Cap und mit ihr die Nachcap auch in diesem Jahr wieder in einer Weise möglich machen, wie wir sie kennen und lieben. Einfach war der Weg dahin nicht. Denn, wie auch in anderen Bereichen, wird es immer schwieriger, engagierten Nachwuchs für Planung und Organisation zu finden. Von der Finanzierung ganz zu schweigen. Doch echte Flashmer Kerlbosch und Kerlmädel wären keine solchen, wenn sie nicht hervorragende Ideen hätten. Und so wurde vor kurzem ein Förderverein gegründet, um das traditionell bunte Treiben in unserer Stadt längerfristig zu sichern. Darüber freue ich mich außerordentlich und hoffe, dass davon ein Signal ausgeht und noch mehr Flörsheimer und Flörsheimerinnen die Zukunft der Cap zu ihrer eigenen Sache machen. Selbstverständlich leisten auch wir als Stadt weiterhin sehr gerne unseren Beitrag, um diese für Flörsheim wichtige Tradition zu erhalten und immer wieder mit Leben zu füllen. Und so dürfen Sie sich auch in den kommenden Tagen wieder auf Bekanntes und Beliebtes freuen, etwa den Kneipenumzug der Kerbewasch heute Abend, das Aufstellen des Kerbebaums und den Kerbetanz am morgigen Samstag, den Umzug durch die Altstadt am Sonntag oder den Frühschoppen mit Gickelschlag am Montag. Eine Woche später lockt dann die Nachkerb mit Oktoberfest, Nachkerbetanz, Trauerumzug mit Kerbeverbrennung und dem sicherlich wieder spektakulären Höhlenfeuerwerk. Ein nicht wegzudenkender Bestandteil unserer Cap ist natürlich der Rummelplatz, der bereits aufgebaut ist und in den Startlöchern steht. Sicher wird nicht nur bei den jungen Flörsheimerinnen und Flörsheimern wird er für viel Begeisterung sorgen. Wie gewohnt ist der Dienstag wieder Familientag mit verbilligten Angeboten bei den Fahrgeschäften. Das Festzelt mit Highlights, den insbesondere versierte Partygänger schon heiß entgegenfiebern, finden Sie ebenfalls wieder am Mainufer. Sie sehen, für jeden und jede ist eine Menge dabei. Und so bin ich sicher, mit Ihnen gemeinsam auch 2023 eine Cap zu feiern, die Generationen verbindet, tolle Begegnungen schafft und allenthalben für glänzende Augen sorgt. Und nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Jedoch nicht ohne ein weiteres Mal die alles entscheidende Frage der kommenden Tage zu stellen und natürlich gleich zu beantworten. Wem ist die Cap? Unser. Machen Sie es gut.